Das Auto ist so schwer, Alter, dass man nicht mal driften kann und nicht mal. Alter, wo. Okay. Ich denke, ich muss hier lang. Ja, ich muss hier lang. So. Jetzt fahren wir einfach in die andere Richtung und dann werden wir auch so noch 6, nee. Ja, so ungefähr 6 Kilometer müssen wir noch machen. Und noch 2 Drachmas mit der Geschwindigkeit von 161 Kilometer pro Stunde. Alter, müssen wir auslösen. Wird auch nicht schwer. Ja, hier zum Beispiel eine. Zack. Noch eine. Nee. Machen wir nicht. Ich will den Lexus LFA haben. Ja? Sorry. Kann ich nicht, ja? So. So, wo sind die? Genau, da vorne wird noch eine sein. Das habe ich bei der Hinfahrt geguckt. Also gesehen, nicht? Geguckt? Ich habe da bei der Hinfahrt geguckt, Alter, dass die auch sowas ist, Alter. Hä? So. Bam, Junge. So, noch 3 Kilometer ungefähr. Und dann Ende. Mit dem Scheiß. Oh, das ist nur rumfahren, alles. So ein Scheiß. Warum überhaupt mit so einem Auto? Bringt das wirklich was? Ah ja, genau, diese Charger, die gibt es wirklich als Polizeiautos, ne? Also nicht so, dass es irgendwie so ein. Jo. Also so ein das EA sich sogar dabei gedacht hat, hey, lass mal einen Charger machen. Und Ende. Cool. Okay. Hat schon Masse irgendwie das Auto, ne? Auch wenn man irgendwie so drauf guckt und so. Aber auch vom Fahren her. Gut, egal. Kommandoposten betreten und wir kriegen unseren netten Lexus LFA in Undercover. Ja? Also als Undercover-Auto, genau. Als Undercover. Cop Rang 10, super, yeah! Ich weiß nicht, was das Maximale ist. Ich muss mal gucken. Ich wusste das irgendwann. Aber ich, ja, no idea. Weil irgendwann hast du ja alle Rennen gemacht. 4 Minuten hat das gedauert, ja, oh, super. 8000 Speedpoints, ich weiß nicht für was, aber gut. Rang erhöht, neue Verfolgungstechnologie und natürlich der Lexus LFA. Der so aussieht, ja, super. Finde ich schon geil, irgendwie. Muss man sagen. Schurke, ja, was ist das denn? Verließen uns auf unsere Einigkeit, Brüderlichkeit, Ehre und glaubten, dass in einer gerechten Welt die Gerechtigkeit sieht. Wollen wir gewinnen, müssen wir nach neuen Regeln spielen. Unser Feind operiert ohne Gesetz. Auch wir müssen das. Wir werden ihre Welt infiltrieren, wie einsame Wölfe im Schafspelz. Die Polizei hat viele ihrer Wagen konfisziert. Sie stehen auf dem Abschlepphof. Jetzt werden sie zu unseren Waffen. Die Racer werden uns für ihre Rivalen halten. Aber wir sind ihr Ende. Wir werden unsere Rache bekommen. Gut. Ja, Enforcer, ne? Kämpfen, nicht flüchten. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja, wieder mal bin ich auf mein aktuelles Auto beschränkt. Aber es ist nicht irgendein Auto, es ist ein Ferrari Enzo. Ein Ferrari Enzo Ferrari. Ach so. Yeah, da hat sich jemand verschrieben, super. Oder irgendein so ein Bug oder so. Aber yeah, ist schon okay. Oh, da ist schon ein Racer, sehe ich gerade. Ja, Ferrari Enzo, cool. Ein sehr geiles Auto, ja. Jetzt ist sozusagen der Nachfolger wieder da. Und zwar nach. Boah, nach wie vielen Jahren? Warte. Es gab einen F50. Nach 60 Jahren? 70 Jahren, genau. Nach 70. 70. Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich denke, nach 70 Jahren oder so kam der Ferrari. La Ferrari. Weil nach 60 Jahren kam ja der raus. Also 60 Jahre Ferrari kam ja der raus.
Und ja, super, ne? Jetzt gucken wir mal. Also das Auto ist einfach nur geil. Also man kann nichts anderes sagen, ne? Ach du Scheiße. Verstanden. Alle Einheiten MDC auf Update prüfen. 1, Linke 6 geht auf Code 3. So. Ich hab ganz Zeit zugeguckt, was der Typ macht oder so. Aber der wurde ja zurückgesetzt. Haha. Zerstört habe ich ihn auch wieder nicht. Immer noch nicht. Wo ist der? Da vorne. Komm. Mieter und Ende. Wow. Alter. Was ist mit dir? So. Kommst du begangen. EMP. Bam. Racer verhaftet. Und weiter. Was haben wir hier? Scheiße. Driften mit dem Teil, ja. Ist okay, ne? Ja, gibt's noch welche Fakten zum Feather the End so? No idea, weiß ich nicht. Warte, wie viele Autos von denen gibt's? 399 oder 499? Ich weiß es nicht. La Ferrari, ich denke, das ist genau dasselbe so. Es gibt auch richtig viele La Ferrari, die gespottet wurden und so weiter. Das weiß ich auch. Welche listigen, das laberst du. Bam. Super. Ne, ist super. Also es ist schon ein cooles Auto, aber ich mag die Steigerung von dem Enzo. Und zwar ist es der Ferrari FXX mit der F1 Technologie. Ist einfach nur so ein geiles Auto, ne? Das könnten die ja auch hier reinmachen, ne? Aber na gut. Das Leben ist kein Ponyhof, ne? Sag ich dir nur. Oh, was haben wir? Hallo. Ja, das war wirklich jetzt einfach irgendwie. Und ja. Ach, genau. Es ist ja in den Kinos, ich denke. Ja, doch. Wenn ich das Video hochlade, ist es immer noch in Kinos. In Kinos ist ja der Need for Speed Film. Und viele haben so geflamed, so, ja, ist bestimmt scheiße. Und so eine billige Nachmache von Fast and Furious und dies und das und so und ich habe mir den Film angeguckt mit meinen Freunden und ganz im Ernst, das kann man, es ist einfach geil, also eine wirklich nette Alternative zu Fast and Furious, obwohl ich Fast and Furious Fan bin, ja, also ganz im Ernst, das muss man auch dazu sagen, aber es ist einfach nur geil, das Teil, es ist, der Film an sich ist so Hammer. Also, ich empfehle euch wirklich, den Film zu gucken, ja. Auch in Kino zu gehen, in 3D, ja. Habe ich auch natürlich geguckt. Ging anders nicht. auch. Aber ist auch geil. Und wenn ihr zum Beispiel irgendwie in Cinemax seid oder irgendwie sowas, dann geht auf diesen Maximum Sound, weil die, also für die Leute, die so V8 Motoren mögen und so allgemein Motorgeräusche und Turbogeräusche und so weiter, dann geht ihr auf diesen dann geht mal auf den Maximum Sound, weil dann hört man alles. Es ist geil, ja, es ist einfach nur Hammer. Oder in die Mitte sitzen, ja, irgendwo auswählen, also Platz in der Mitte des Kinos irgendwo finden und dann genießen, ja, mit Freunden oder alleine. Forever alone. Zack, weg ist er. So, wo ist denn hier unser... ich muss da... hier runter. Ah, drei Racer haben wir schon. 10 müssen wir machen. Insgesamt, und ja. Boah, der Sound von diesem Enzo, ne? Ah, das ist... lol, what the fuck? Das habe ich ja gar nicht bemerkt.
Defense SLS Black Series. Ich verliere den Code 3 Verdächtigen. Over. Laufender Code 3. Uns wird gemeldet, dass der Verdächtige... Wo ist der, Alter? Da hinten. Okay. Dann fahren wir dahin. Warte, warte, warte. Zack, 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 zack. Oh. Da vorne ist der. Bin ich jetzt alleine hinter dem, ja? Nee, da. Da vorne ist cool, mein Kollege. Und ich habe den Arsch bekommen. Yay. Super. Er ist wirklich ein SLS Black Series. Ist schon ein geiles Auto. Okay. Viel mehr Power. Sieht aggressiver aus. Meiner Meinung nach sieht er auch ganz anders aus als der SLS. So an sich. Also, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach diese Kotflügelverbreiterung und so weiter, ist auch geil. Oh, und vor uns ist ein Ferrari FF und so ein Typ, der mit dem nicht fahren kann. Super. Alter, was ist mit... Alter. Was ist für eine Verfolgungsjagd? Und die haben ja... Nee, ich dachte schon, Aventador. Das ist so vorne aussah. Aber es ist kein Aventador, ja. Ist ein Gallardo. Ist der letzte Gallardo, ja. Kann man den noch kaufen? Nein, ne? Ne, den kann man nicht mehr kaufen. Es gibt noch so vereinzelte irgendwo, wo man die nur als Neuwagen kaufen kann, aber es ist ja jetzt neue draußen. Also, da ist nicht mehr Gallardo, da ist Huracan, ja? Hat auch ein V10. Ist eigentlich genau dasselbe. Sieht nur anders aus. Ja? Die nette Alternative. Wo sind die, Alter? Da. Was? Ja, super. Das war einfach nur der Hit. Mann, Alter, ich wollte doch nur hinter dem Racer her. Junge, ich hab nur 3, das ist doch beschissen. Mann, Alter. So, zack, 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 zack. Und driften. Also driften ist schon cool mit dem Auto. Geht, funktioniert, ja. Also spielen natürlich. Sonst nicht. Was ist? Oh, cool. 177, Alter. Ja, das ist auch eine dicke Geschichte. Warum heißt der Aston Martin 177, wie der heißt, ja? Also, warum heißt der 177? Das kann man ganz leicht beantworten. Also, One, weil er eine Million, genau eine Million kostet. Dann, die 77. Woher kommen die 77? Das kann ich euch auch sagen. Es kommt daher, dass es nur 77 Stück, auf der Welt gibt, ja? So. Und für jeden, der... Ja, schön in den Baum reingefahren, Alter. Was ist das für ein Scheiß überhaupt, Alter? Das ist der einzige fucking Baum, Alter, auf der ganz scheiß Map. Und wer fährt rein? Richtig, ich, Alter. Boah, das wird ein bisschen dauern jetzt, echt. Boah, das war... Also, wenn das keine Meisterleistung war, ne? Und auch noch kein Luck oder so. Dann weiß ich auch nicht. Hallo? Komm, 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 komm. EMP. Ha, ich hab den. Cool, oder? Ja, Race of Aftut, cool. So, jetzt der nächste. So, vier Racer haben wir schon. Das ist cool. Wow. Ey, das ist da nicht gerade dein Ernst, Alter. Ah, genau, ich habe angefangen, über Ferrari FF zu sprechen. Ja, was ist das für ein Auto? Basiert... Also, es sieht eigentlich fast aus wie ein Ferrari F12 Berlinetta. Berlinetta. Und, ist aber ein, sozusagen, so ein Familienwagen, ja? Ist irgendwie so einer der ersten, so ein bisschen. Um mal zu sehen. So, EMP vielleicht anmachen. Das ist so heftig. Also das war wirklich das schnellste Verhaften, das ich je in meinem Leben hatte.